The Day After, eigentlich ja ein Film aus den Anfängen der 80er Jahre, aber vielleicht gar nicht der schlechteste Titel nach dem deutlichen Abverkauf, den wir beim DAX gesehen haben. Hier seht ihr nochmal den Rücksetzer, der sehr, sehr geradlinig, sehr, sehr stark eben nach unten war und dementsprechend viele Leute alarmiert hat. Ich weiß, dass einige jetzt sehr in Panikmodus geraten sind. Ich habe viele, viele Feedbacks bekommen, direkt oder indirekt. Manche gingen gar nicht an mich jetzt, aber ich habe das mitbekommen an anderer Stelle. Oh je, wir müssen jetzt verkaufen, Positionen ganz schnell glattstellen. Jetzt bricht die Welt zusammen und es sieht ja sowieso alles ganz schlecht aus. Also sehr, sehr extreme Nachrichten und alle sehr, sehr pessimistisch. Ihr wisst, dass ich hier durchaus offene Ohren habe für die Risikoabsicherung und wir müssen damit rechnen, dass uns das eine oder andere Thema früher oder später um die Ohren fliegt. Das kann durchaus sein. Wir haben in der Ukraine noch nicht alle Fragen gelöst, auch nicht, was in Deutschland hier das mit den mit dem Winter und dem Gas angeht. Wir haben in der Taiwan-Frage mehr denn je offene Fragen. Und die Probleme scheinen dort sich eher auszuweiten, auch mit den angekündigten Wirtschaftsgesprächen zwischen USA und Taiwan. Das ist alles ein Federhandschuh im Gesicht der Chinesen und dementsprechend müssen wir damit rechnen, dass da uns das eine oder andere um die Ohren fliegt. Aber aus der Charttechnik ist nichts Schlimmes passiert. Warum sollen wir uns jetzt über diese Bewegung grundsätzlich aufregen? Das sind Bewegungen, wie wir hier zwischendurch auch haben oder hatten. Und dementsprechend klar, für die, die ganz eng unterwegs sein wollen und sagen, ich möchte möglichst viel absichern, haben wir ja mehrfach auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt, müsst ihr den Stop dann enger hinten dran ziehen. Wenn ihr sagt, naja, Korrekturen muss man dem Markt erlauben, zwischendurch gibt's das. Und da will ich nicht jedes Mal rausfliegen, dann müssen wir halt gezwungenermaßen da ein bisschen freigebiger sein. So, wie sieht's denn heute Nachmittag aus? Wollen wir gar nicht mehr so übergeordnet, das habe ich gestern ja schon ziemlich genau gezeichnet, das müssen wir jetzt nicht nochmal alles durchgehen. Aktuell, wenn ich hier im 15-Minuten-Chart mal schaue, sieht das schon sehr aus nach so einer ersten Bewegung in die Richtung, eine in die, dann wieder eine hier in diese Richtung und jetzt sind wir gerade in diese Richtung unterwegs und man hat den Eindruck, diese und die überschneiden sich nicht, dass wir hiermit eine relativ starke, also wir wissen ja noch nicht, ob es so weit runter geht, aber ich unterstelle das mal, es würde mich zumindest nicht wundern, wenn wir hier nochmal tiefer gehen, also 13.600 auch nochmal unterschreiten. Das wäre eine normale, typische, klassische, fünffällige Bewegung, eine typische Trendbewegung und dementsprechend, ihr seht schon, ich bin eigentlich aktuell eher auf der Short-Seite aufgestellt. Also ich gehe davon aus, dass wir noch mehr Platz nach unten haben. Ist das in irgendeiner Form tragisch? Nein, aus meiner Sicht ist es nicht tragisch. Ich weiß, dass das tragisch ist, vielleicht wenn man da oben jetzt gekauft hat und sagt, das ist jetzt die völlig falsche Richtung. Keine Frage, aber da oben kauft man ja auch nicht. Wenn man kauft, dann nach korrektiven Rücksetzer. Keiner dieser Rücksetzer war korrektiv. Und wer hier gekauft hat, weil er sagt, Mensch, aber Rüdiger, das ist doch ein Dreiweller, und er sollte natürlich, wie es typisch ist, hier zur Not auch hier seine Position begrenzt haben. Aber und nicht jetzt einfach so, ah, mal gucken, das wird schon wieder. Das ist dann ungeschickt. Wenn ich auf der kleinen Ebene meine Trades initiiere, muss ich auch auf der kleinen Ebene zumindest mal anfänglich meinen Stop nachziehen. Später kann ich ihn hier laufen lassen und sagen, huch, habe ich ganz vergessen. Läuft der denn immer noch? Das ist ja super. Aber dann macht es keinen Sinn, hier im Kleinen irgendwelche Indikationen zu verwenden für eine Fortsetzung der Aufwärtsrichtung. Und wenn das dann sich nicht fortsetzt, zu sagen, ah, oh, da mache ich einen großen Trade draus. Da erinnere ich mich jetzt ganz spontan an eine Situation, die wir Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre hatten. Damals war es so, man hatte häufig kurzfristige Trades geplant und dann hat man gesehen, oh, die laufen gegen mich, oh, dann lasse ich die mal langfristig laufen. Das ist keine sinnvolle Strategie als Händler. Man kann gerne einen kurzfristigen Trade initiieren, wenn der Stop nachgezogen ist, den dann laufen lassen. Das kann man sich überlegen, ist eine adäquate Variante, aber man kann nicht sagen, oh, es läuft gar gegen mich, ja, dann nehme ich das nächste, oh, dann muss ich, also die nächste größere Korrektur akzeptiere ich dann auch noch. Das funktioniert alleine deshalb nicht, weil ich dann zu große Risiken hier habe und das irgendwann zu teuer wird, obwohl es vielleicht ein ganz normaler Rücksetzer wird. So, ich will aber nicht so sehr allgemein rumschwafeln. Gucken wir mal, was Amerika macht. Da sieht es ja grundsätzlich ähnlich aus, wobei man ganz klar sagen muss,
Also Leute, was ist in Amerika passiert? Nix. Dieser Rücksetzer oder dieser, da gab es auch keine Panikbekundung. Also da jetzt davon auszugehen, das muss jetzt hier zwangsweise hier in ein Sodom und Gomorra und ein Crash sondergleichen dann führen, das ist ein bisschen arg weit hergeholt. Das kann natürlich immer passieren, ausschließen können wir es nicht, aber dafür haben wir doch die Stops da. Entweder, wie gesagt, eng nachgezogen, dass wir sagen, okay, wir ziehen irgendwie, und das ist nur eine Methode, ich hatte es ja letztens häufiger erwähnt, wir ziehen hier unsere Stops hinterher. Nehmen wir mal an, wir würden den auf Tagesebene, dann wäre der Stop vielleicht hier so ungefähr bei 33, ja, ziemlich genau, 3, 3, 3, 3, ist nicht ganz exakt, aber das wäre eine Methode. Ich habe wenig nachzudenken, einfach hinterherzuziehen. Immer wenn der Markt in einem Trend ist, läuft das relativ gut. Das läuft nicht immer perfekt, aber mit relativ gut verliert man normalerweise nicht dauerhaft Geld. So, also insofern, das ist die eine Variante und da muss ich ganz ehrlich sagen, wieso ist doch nichts, wirklich gar nichts passiert. Ja? Rücksetzer, wir haben es schon angesprochen, dürften sogar größer sein, 32.500 wäre ein Non-Event, das wäre gar nichts, das wäre ein Standard, eine Standardsituation für den Markt, nämlich eine ganz normale vierte Welle Korrektur eben zu machen und die sind eben typischerweise so groß, natürlich nicht immer, sondern nur in Bezug auf die vorherigen Korrekturen. So. Bleiben wir aber jetzt für den Rest des Videos im kurzfristigen Chart. Bleiben wir mal hier im 5-Minuten-Chart. Wir sehen immer noch, dass sehr starke Abwärtsbewegungen sind. Das ist jetzt hier heute Nachmittag. Finde ich super. Also nicht jetzt aus Böswilligkeit den Long-Haltern gegenüber, aber das ist doch erstmal eine klare Ansage. Eine starke Bewegungsrichtung. Bekommen wir hier eine möglichst korrektive Bewegung nach oben? Hätten wir eine sinnvolle Möglichkeit, das, was wir vorne haben, einfach nochmal in der Short-Seite eben weiterzuführen. Also die Abwärtsseite kann durchaus nochmal bestehen. Es ist nach wie vor genauso, diese Situation genauso zu bewerten, wie sowas, wackelig runter, wie sowas, wackelig runter und so weiter hier in den kleinen Szenarien. Genauso gilt das grundsätzlich auf der anderen Seite, Schub, wackelig hoch. Also sprich, wenn er jetzt nach diesem Schub etwas A, B, C oder wackeliges hoch macht, als Orientierungshilfe für all diejenigen, die ein bisschen Spaß am Chart haben wollen, messt mal Fibonacci, tiefste Punkt, also in dem Fall höchste Punkt, tiefste Punkt, ist ja eine Abwärtsbewegung, und rechnet damit, dass Rücksetzer in dieser Größenordnung völlig normal sind. Ich kann mich erinnern, irgendjemand hatte als Kommentar drunter geschrieben, oh, der sagt er seit Tagen, es gibt keine Anzeichen für Short und jetzt dreht es. Ja, es hat keine Anzeichen für Short gegeben. Bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt, ich mache jetzt mal das Extrem, haben die Leute gekauft. Ist kein Anzeichen für die Short-Seite. Ja, auch wenn es hier wackelig runtergeht, A, B, C, gut, hier haben wir schon gesagt, vorsichtig, hier ist dann wieder Long, wenn er da durchgehen würde. Und das wäre hier, dann hätten wir wieder A, B, C Geschichte. Das sind Anzeichen dann für einen Dreh. Wenn wir, also das ist ein Anzeichen für einen Dreh. Schub in die Richtung, wackelig in diese Richtung. Das hängt natürlich davon ab, wann machst du das Video? Das mache ich ja in der Regel nachmittags, ungefähr um diese Zeit, ein bisschen früher, ein bisschen später. Das müsst ihr dann natürlich gucken. Ich kann euch das natürlich nicht vorhersehen, ob das passiert. Einige will, ja, aber das musst du auch vorher wissen. Nee, weiß ich genauso wenig vorher, aber ich sehe es ja sofort. Sprich, wenn jetzt hier und der Kurs sowas macht, habe ich keine Schwierigkeiten, das zu unterscheiden von so etwas. Macht er so etwas? Short Trigger an dieser Stelle. Macht er so etwas und wackelt runter? Long Trigger an der Stelle. Voraussetzung immer erstmal gut, das, was wir in der ersten Welle haben, nach der zweiten, in der dritten nochmal. Und hier müssten wir dann gucken, ob er dann dreht oder in diese Richtung geht. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich weiß, man lernt halt auch nur durch Wiederholen. Deshalb all diejenigen, die jetzt sagen, nee, ich muss jetzt wissen, geht es jetzt nach oben oder geht es nach unten? Die Größenordnung dieser Korrektur ist viel zu klein, um die ordentliche Vierte zu sein. Sprich, wenn der Kurs jetzt nach oben geht, ist das eine weitere dieser kleinen Korrekturen, dieser kleinen, die wir hier haben. Das heißt, diese große, die ich hier mal angedeutet habe, fängt dann halt später an. Also im Moment sage ich ja, das, was wir hier haben, mehr oder weniger, das ist so die These, haben wir eine Chance, dass das jetzt hier wieder passiert. Und wenn der Kurs halt weiter steigt, vorher, also aufgrund dieses Verhaltensmusters, dann wird das später passieren. Das wird nicht sein, dass dann, ja, dann das passiert nicht. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist eben die größte.
Jetzt sind wir aber schon mal unterwegs. Viele achten noch mal auf sowas wie die 200-Tage-Linie. Da sind wir auch wohl jetzt dran. Ich gucke da ehrlich gesagt nicht so sehr drauf. Ja, ist doch ein schönes Indiz dafür, wenn der Kurs dann auch tatsächlich dreht. Hat er ja hier nun mal gemacht. Also diese Bewegung sieht ja zumindest schon mal latent fünfwellig hier aus nach unten. Das ist ein bisschen arg wenig für einen Dreiweller, ehrlich gesagt. Ich würde mir vielleicht sogar noch wünschen, dass er das macht. Dann haben wir nämlich hier wieder so eine schöne Korrektur, um anschließend danach die Abwärtsrichtung nochmal zu fahren. Aber das muss ich nicht entscheiden. Das entscheiden die Marktteilnehmer völlig unabhängig von dem, was ich sage oder was ich denke oder glaube oder mache, indem sie hier entweder wackelig hochkommen oder steil und dann wackelig runterkommen. Machen Sie dieses Verhalten nicht, weil ihr werdet sicherlich auch festgestellt haben, aber manchmal sieht das nicht so aus, dann haltet euch in diesem Markt eher zurück, macht da nichts und fällt eure Entscheidung beispielsweise beim S&P, falls der das schönere Bild hat. Das ist hier jetzt relativ ähnlich, auch hier die etwas steilere Abwärtsbewegung, vielleicht gleich diese ABC, das heißt dann nochmal die Fortsetzung nach unten. Und auch hier, wir haben es ja schon angesprochen, die Korrektur, die wir vorne haben, da hinten nochmal als vierte Welle, wäre alles andere als verwunderlich. Also das wäre mal die nächste Orientierung. Also ja, ich sehe eine ganz gute Chance, dass wir diese Korrektur jetzt sehen, also niedrigere Kurse, so ähnlich wie ich es gestern angedeutet habe. Macht mal grob 4.100. Kann auch notfalls 4.000 sein, aber vielleicht auch 4.030, 40, irgendwie sowas in der Richtung. Aber auf jeden Fall ist das, 4.140 habe ich, glaube ich, falsch gesagt gerade. Aber auf jeden Fall haben wir noch das Potenzial für abwärts. Und immer, wenn er starke Bewegung nach unten macht und korrektiv nach oben geht, habt ihr Möglichkeiten, entweder die Position aufzubauen oder zu erweitern oder eben laufen zu lassen, weil er sagt, huh, ist noch alles in Ordnung, er verhält sich noch genau nach dieser Maßgabe. Wie sieht es beim Nasdaq aus? Grundsätzlich natürlich genauso. Auch hier wäre eine etwas größere Korrektur fällig. Also bei der ganzen Panikmacherei, die wir haben, jetzt war zu sehen heute in der Zeitung, dass ja die Großkopferten, die steigen jetzt aus. Michael Burry zum Beispiel, der hat jetzt alle seine Aktien verkauft. Nasdaq ist schon so stark gestiegen. Ja, also ich habe nichts dagegen, jetzt die Positionen hier glatt zu stellen. Das kann man machen, muss man halt notfalls wieder einsteigen. Wenn man diese Flexibilität hat, ist das ja nichts dagegen. Aber man darf auch nicht vergessen, dieser Rücksetzer war so groß. 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 Ihr seht nur ein einziger dieser Rücksetzer. Und der war sogar noch etwas größer hier. Machen wir den der Vollständigkeit halt aber auch noch. Nur ein einziger hat das Ausmaß hier. Das heißt, alle anderen davor, wo wir auch nicht gleich im Panikmodus gefallen sind, war von der Seite aus sogar größer. Das heißt, das ist noch überhaupt gar kein Zeichen, aber natürlich die Chance, dass es weiter nach unten geht. Wer also Angst hat vor der Abwärtsseite, ja, Stop enger nachziehen. Zum Beispiel, das kann ein Parabolik sein. Das muss jetzt auch nicht im Tageschart sein. Ich muss nur sagen, im 4-Stunden-Chart ist er mir beispielsweise zu eng. Ihr seht, da macht er diese gesamten Gegenbewegungen, fliegt er da nicht jetzt, aber fliegt er so häufig raus. Ist okay, wenn man aktiver Marktteilnehmer ist, kann man ja auch jedes Mal wieder reingehen. Wenn man sagt, ah, ich tue mich immer schwer mit neuen Entries in den Markt, naja gut, dann vielleicht tatsächlich eher eine Stufe weiter. Also 4 Stunden ist mir eine Stufe zu eng dafür. Ich würde mal sagen, auf Tagesebene. Ihr seht ja auch hier in dieser Abwärtstrendbewegung, das war nicht so schlecht, das war nicht immer perfekt, aber in den Trends nach oben und nach unten war das bisher nicht die schlechteste Variante. Warum nicht? Warum nicht da notfalls Gewinne mitnehmen für die hier schon long waren? Für die noch long gehen wollen, weil ich bin ja noch gar nicht so negativ. Jetzt ist kein Einstiegszeitpunkt. Dafür brauche ich erst wieder eine hinreichend große Korrektur. Das haben wir uns gestern ganz deutlich aufgezeichnet. Und die Triggermarken oben drüber oder von mir aus im Kleinen das Gleiche. So ähnlich, wie ich das jetzt ja mehrmals bei den anderen Indizes gezeichnet habe. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr die Situation nicht gleich überbewertet. Allerdings auch nicht jetzt, da kann gar nichts passieren. Ich lasse alles auf Long und kümmere mich überhaupt nicht drum. Ihr solltet schon die eine oder andere Stop-Variante haben, nämlich entweder die enge Variante
oder die etwas weitere. Und Tipp aus meiner Seite, ich habe sowohl als auch, ich habe bei ein paar Einzelaktien den relativ engen Stop, so ähnlich wie diesen hier, den ich einfach hinterherziehe und sage, solange es läuft, freuen wir uns. Und wenn er dann doch dreht, na ja gut, ich habe meinen Spaß gehabt. Mein Gewinn ist ja schon da, der ist ja schon weit gelaufen. Bei ein paar erlaube ich aber auch Rücksetzer ungefähr dieser Art, was wir hier zu erwarten haben. Und damit ich nicht ganz nackig dastehe, habe ich also dann noch so ein paar Positionen offen. Das heißt, ein paar ein bisschen reagibler und ein paar etwas weitläufiger, finde ich persönlich jetzt die schönste Variante, aber das muss natürlich jeder selber für sich rausfinden, wie der Stressfaktor dafür einen ist. In diesem Sinne, euch alles Gute, liebe Grüße, bis zum nächsten Beitrag.